In mein Loch. Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade irgendwo in Österreich und das hier hinter uns ist ein riesiger Bunker, den wir gleich exploren werden. Das Ding schaut richtig mächtig aus, weil teilweise unter Wasser stehen. Wir haben auf jeden Fall das Boot dabei. Keine Ahnung, ob wir da reinkommen, aber ich würde sagen, wir gehen gleich auf die Suche. Los geht's. Schaut euch das Teil mal an. Also das sieht wirklich heftig aus. Der Bunker geht hier die ganze Straße entlang, aber wir vermuten, dass nur dieser Teil hier verlassen ist. Hoffentlich finden wir da einen Weg rein. Komm, Bro, jetzt aber gleich mal aufs Dach hier. Alter, das war aber schon fast. Komm, jetzt probiere ich auch mal. Die Schräge macht aber Spaß. Oh, geil. Alter. Das sieht wild aus. Oh, Gott. Ja, komm. Ah. Yes. Geil. Oh, hat man Schiss, dass man das ganze Ding runterrutscht. Das hat ja wirklich einfach nur Bock gemacht. Also bevor wir das Ding hier jetzt vollständig exploren, müssen wir uns da glaube ich noch ein paar Mal runterjagen. Gleich rein hier. Das ist so scary, dass ich irgendwie direkt Druck zum Kacken verspüre. Alter. Ah, komm, Abfahrt jetzt. Komm, Vollgas. Oh. Oh. Unten habe ich zu laufen begonnen. Hat nichts gerutscht, aber da habe ich die Lösung für dich. Und zwar diesen schönen Christbaum. Und auf dem geht es jetzt in Santa Claus-Manier runter. Da sehe ich dich. Ich jag mich jetzt einfach rein. Abfahrt! Abfahrt! Ah! Komplett in den Busch rein. Jetzt einmal aber hier raufrollen, den Berg. Der war schmerzhaft. Ja. Wir haben schon den nächsten Plan ausgeklügelt. Und zwar werde ich den Baum jetzt hier mit den Füßen halten. Der Fedo wird die Schräge entlang rennen und sich dann schön hier reinpfeffern. Das könnte ein bisschen schmerzhaft werden, aber ich glaube, ich jag mich einfach rein. Oh. Die Hände habe ich nicht mehr dazu bekommen. Eine Bunkeranlage mit so einem Fun-Faktor hat man auch noch nie. Genug herumgespielt, Leute. Ich würde sagen, wir exploren das Ding jetzt. Hier ist direkt eine Tür, die in den Bunker führt. Schauen wir mal, ob die offen ist. Na, die ist natürlich nicht offen. Komm ich mal rein. Das sieht ja wild aus. Da kommt einem direkt die Bunkerluft entgegen. Das Ding hier ist echt riesig. Also das geht da hinten noch weiter unter dem Haus durch, soweit wir wissen. Vorne ist wieder irgendeine Klappe im Boden. Oh nein, die bewegt sich nicht. Unmöglich. Kann ja nicht sein, hier sind überall Eingänge, aber keiner ist offen. Der nächste Eingang, aber auch der ist verschlossen. Ja, da geht nichts. Na, das ist zu. Das da vorne sieht aber vielversprechend aus. Eine Klappe, die leicht geöffnet ist. Boah, das sieht gut aus. Das ist der Eingang. Ich auch nicht mehr. Alter, was zur Hölle? Da ist Wasser unten. Einfach alle Klappen zu und dann ist eine hier offen. Jetzt aber sofort hier runter. Das sind lauter Spinnennetze. Oh. Oh. Okay, Bro, da geht's weiter. Ah. Ja. Was zur Hölle? Ist das Wasser tief? Da geht's in beide Richtungen weiter. Man sieht den Grund vom Wasser. Tief ist das Ding nicht. Aber ich würde sagen, wir jagen uns da trotzdem im Boot rein. Boah, das gibt's ja nicht. Wie geil ist das? Boah, komm, dann pumpen wir das Boot auf und fahren da runter. Ja. Ja, das ist geisteskrank, ja. Ich sag's dir. Ja. Oh, Alter, das Ding ist dreckig. Das Ding ist richtig dreckig, weil wir haben Bootstour Part 3 endlich abgefilmt. Das Video sollte in den nächsten Wochen kommen, war auf jeden Fall wild, aber das wird's dann eh schon sehen. Oh, die gute alte Nautilus 280er. Komm, jetzt aber Luft reinpumpen, Vollgas, Turbo! Ja, komm! Wir werden das Boot hier auf jeden Fall nicht ganz aufpumpen, weil das muss ja noch durch dieses enge Loch hier passen. Das heißt, wir werden das nur leicht aufgeblasen hier runter transportieren und dann unten den Rest machen. Hoffen wir, das klappt. Also in dem Zustand kriegen wir die, glaube ich, durchs Loch. Das geht. Na gut, los geht's. Ah. Eine gute alte Bunkerausfahrt. Also ihr seht, das Ding ist richtig schlapp, aber das ändert sich da unten hoffentlich gleich. Also bei dem Anblick auf jeden Fall. Es wird jetzt noch mal eine richtige Mission, das Ding hier runter zu kriegen und dann unten irgendwie aufzupumpen. Ja.
Alter. Du stehst ja schon drinnen. Jetzt ist es auch, als würde ich jederzeit reinfliegen. Ist das schon wieder ein Manöver hier? Ja. Ah! Ja, es funktioniert. Das ist anstrengend. Ich kriege einen Krampf. Es sieht schon gut aus. Das Ding ist fast prall. Ja, ja, ja. Ja. Komm ins Boot. Oh. Okay. Ja. Wir sind drinnen. Geil. Jetzt bloß kein Loch bekommen. Weil hier absaufen wäre scary. Schaut euch das an. Also da geht's entlang. Hinten ist eine Abzweigung. Da geht's nach hinten. Boah. Und hier geht's auch rüber. Hier ist solche Stahlträger an der Decke. Da sieht man schon den Käfig von einer alten Lampe. Oh, ich spür's nass bei meinem Arsch. Da wird's nass. Oh, Bro. Wir haben ein Loch. Da ist ein Loch. Boah, ja. Da steht die Suppe schon. Was bleibt mit dem Gewicht da? Das kann doch nicht wahr sein. Kommt wieder ein Loch. Aber wie? Schaut sich das an, wenn man sich hier rüberlegt, kommt da Wasser rein. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach schnell los, bevor uns das Ding abfällt. Das Wasser ist komplett tot hier. Oh, das sieht wild aus. Ich glaube, es reicht. Das geht eigentlich nicht im Boden. Da sitzen wir auf, oder wie? Ja. Okay, das ist ein Problem. Da müssten wir barfuß. Anders geht's eigentlich nicht. Das kann ja nicht sein. Und ich dachte mir, das wird eine entspannte Bootsausfahrt und jetzt wieder mal barfuß hier durch den Bunker. Ah. Kalt? Ja. Ah, das ist hart. Boah, also damit hätte ich keiner gerechnet. Da wird es wieder tief. Boah, das ist echt eisig, das Wasser. Jetzt weiter oben. Und? Ja, das ist ein langer Gang. Komm rüber. Ah, ist das kalt. Der gute alte Bunkerschlamm. Ah! Yes! Schau dir das an. Okay, da geht's nach hinten. Da geht's nach hinten und da geht's auch um die Ecke. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal links, oder? Jetzt habe ich aber richtig Bock. Alter, da geht's rauf. Da ist ein zweiter Stock. Wirklich? Ja, jetzt bin ich aber wirklich oberhyped. Das ist ein großer Raum, also das kann wirklich ein zweiter Stock sein. Da wird's nach auf jeden Fall noch hochgehen. Ich würde sagen, jetzt mal hier geradeaus. Sieht aus, als wäre es da zugemauert. Aber da geht's auf die Seite. Schau dir die Spinnweben da an. Ah. Ah. Ai, ai, ai. Ah. Hier eine alte Keramikfassung. Was ist das für ein wilder Gang? Boah, und da geht's wieder um die Ecke. Warum ist das Ding so eng? Boah, keine Ahnung, es ist auch richtig verwinkelt. Vielleicht sind wir auch gerade nur in der Belüftung unterwegs, ich weiß es nicht. Da ist ein Ende. Ja? Da ist zugemauert. Ja gut, dann auf die andere Seite. Ja. Also der Gang ist anscheinend wieder unter Wasser. Boah, da geht's um die Ecke wieder. Boah, man kann hier echt nur außen steigen, sonst wird man nass. Oh, okay, jetzt zu. Alter, schau dir das an, ein Skelett. Boah, was ist das? Keine Ahnung. Da ist wieder zugemauert. Jetzt gibt's eigentlich nur eine Option, und zwar in den zweiten Stock klettern. Für uns geht's jetzt hier rauf. Das ist wieder eine Challenge. Ja, leicht ist das nicht, darauf zu klettern. Ja. Yes. Oh. Okay, da geht's weiter. Wirklich? Ja, und da geht's eine Leiter rauf. Ah. Komm auf, Bro. Jetzt bin ich aber hyped. Oh. Oh. Geil. Alter, was ist das wieder für eine Mission? Oh. Der Bunker fühlt sich wieder mal an wie in einem Videospiel. Also was das für Gänge sind. Als hätte man das Teil wirklich für uns gebaut. Oh, okay. Der ist zugemacht. Ah, dann gerade. Ach, na, oder? Der ist zu. Ah, was ist das? Eine alte Gaslampe. Das Ding sieht aber wirklich geil aus. Das muss wirklich alt sein. Also hier hat man dann die Brennflüssigkeit reingegossen. Da in der Mitte in dem Käfig war dann die Flamme. Und hier ist was eingraviert. Sturmsicher. Und hier hat sich auf jeden Fall schon jemand gemütlich gemacht. Hier schön die Bierkiste und davor die Weinflasche. Das ist ein besseren Ort zum Chillen, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Für den Fund hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ja. Boah, es gibt da noch die andere Seite beim Boot. Müssen wir eigentlich noch abchecken. Jetzt aber auf die andere Seite.
Business. Da habe ich jetzt aber Bock drauf. Geklappt. Für uns geht es jetzt da nach hinten. Mhm. Also hier steht wirklich die Suppe. Man sieht das Loch gerade richtig. Also wir schrotten wirklich pro Video ein Boot. Das kann es ja nicht sein. Okay, das schaut nicht gut aus. Das sieht wirklich nach einem Ende aus. Da ist nichts. Hier ging es mal weiter, aber da wurde eine Betonwand eingezogen. Schade. Ich glaube, wir sollten wieder rausschauen. Wir haben alles von dem Bunker gesehen. Trotzdem eine richtig wilde Location. Ich würde sagen, für uns geht es jetzt hier schleunigst raus, bevor wir absaufen. Schaut euch das an, die Suppe steht hier. Ich glaube, wir müssen das Boot ein bisschen entlasten. Und zwar gibt es hier den perfekten Ninja Warrior Weg bis zur Leiter. Und den geht es jetzt gleich entlang. Alter. Oh, der ganze Los. Wirklich alles in der Friede. Ein bisschen noch. Ja, raus hier. Oh, yes. Oh, den ganzen Austin-Stil sich. Geschafft. Wir werden jetzt probieren, das Boot irgendwie rauszubekommen. Und ja, wir sehen uns gleich. So Leute, wir haben es wieder heil rausgeschafft. Das Ding war ja einfach nur krank. Aber wir haben natürlich noch eine richtig wilde Location und da geht's jetzt direkt hin. Los geht's. So Leute, wir befinden uns hier gerade unweit von der nächsten Location und zwar soll es hier ein 14 Kilometer großes unterirdisches Stollensystem aus dem Zweiten Weltkrieg geben. Wir haben das Ding von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Wir werden jetzt gleich mal den Eingang suchen. Hoffentlich finden wir da was. Ich würde sagen, wir legen gleich los und schnacken nicht lang rum. Los geht's Leute. Also die Zuschauertipps, die werden in letzter Zeit wirklich immer wilder. Also dafür mal ein großes Dankeschön. Könnt's ruhig weiter Locations schicken. Wir werden die auf jeden Fall alle nach der Reihe schön abackern. Ja, und das hier, was wir da jetzt gleich exploren werden, ist ein richtiges Juwel. Das Ganze war früher ein riesiger Weinkeller, wurde dann aber erst im Zweiten Weltkrieg beim Luftschutzstollen umfunktioniert. Also wir haben schon ein paar Fotos gesehen, das sieht wirklich geisteskrank aus. Und der Einstieg, der hat's auf jeden Fall in sich. Das sieht schon mal gut aus. Schau dir das an, das ist ein Lüftungsding oder sowas. Also solche Eingänge hat man schon, da könnt ihr wirklich reingehen. Oh, das war unangenehm. Ich sehe es nicht wirklich, Fedo. Ich bin hier gerade wirklich zwischen der Decke und der Mauer eingespannt und kann meine Arme nicht bewegen. Eieiei, da liegt ein toter Vogel oder sowas und das Ganze ist mit Holz zugeschüttet. Das sieht schlecht aus, Leute, Rückzug. Da hinten ist direkt der nächste Belüftungsschacht. Schaut euch das kolossale Ziegelmonster an. Das ist mal ein dickes Ding. Und da ist aber schon direkt eine Öffnung. Es ist gar nicht so leicht, darauf zu kommen. Ja, ja, und jetzt rüber. Yes! Perfekt! Boah, das war eine Mission. Geil! Schau mal rein. Da geht's runter. Da geht's runter. Yes! Aber das sieht tief aus. Schaut euch das hier an. Oh, so tief ist der gar nicht. Können wir uns da abseilen? Ja, da können wir sich abseilen. Das sind 10 Meter oder so. Da geht es eindeutig um die Ecke und es kommt hier auch ein kalter Luftzug raus. Das sieht nach einem wilden Einstieg aus. So, ich werde jetzt mal hier aufs Dach raufgehen, damit der Fred auch Platz zum Raufklettern hat. Ja. Yes. Yes, geil. Oh, das sieht wild aus. Alter, wenn wir da reinkommen, wäre es richtig geil. Oh, der Climb war aber auch schon anstrengend hier rauf. Erledigt aus. Ja. Gleiches Prozedere wie immer. Seil ran. In den einfachen Keuschheitsknoten reinballern. Und dann geht es hier aber auch schon in die Finsternis. Oh. Lass das Seil runter, Jung. Okay, da war nix, komm. Den machen wir gleich nochmal. Ach, ihr wisst, das ist meistens der most satisfying Moment in unseren Videos. Und zwar, wenn das Seil hier runterpurzelt. Aber das war ja wirklich absoluter Quatsch gerade. Versuch Nummer 2. Ohne damit. Ja! Perfekt! Also hier kann es jetzt wirklich runtergehen. Ich habe überhaupt keinen Plan, was uns da unten erwartet. Der Eingang hat schon mal in sich. Also ich bin richtig hyped, was wir da drinnen finden. Das war das Anfangssignal. Jetzt aber ganz schnell hier runter, bevor ich hier noch ohnmächtig werde. Abstieg.
kann sich hier auf jeden Fall wieder einspreizen. Oh, 4 Meter circa noch. Ich fühle mich echt wie ein Einbrecher im All Black Outfit. Oh, oh, ich bin unten und da geht's weiter. Aber da geht's runter. Wo geht's da hin? Alter, okay, was zur Hölle? Kommen wir da weiter? Ja, da führt einfach eine Leiter circa 20 Meter runter. Das ist geisteskrank. Ihr seht's, das Ding liegt verdammt tief unten. Also wenn wir da noch runterklettern, sind wir sicher auf 30 Meter oder so. Ja. Yes. Schau dir das jetzt bitte an. Alter Schwede. Das ist echt hoch. Ja, das muss der Eingang sein. Ja, ich glaube auch. Also das ist auf jeden Fall hoch, man muss hier extremst vorsichtig sein. Wir werden die Sprossen jetzt wirklich in Slow-Mo runterklettern und jede einzelne antesten, damit wir auch wirklich wissen, dass es alles hält. Oh, schon scary. Ja. Gleich geschafft. Du bist fast unten. Boah, man sieht ihn fast gar nicht mehr. Nicht unten. Mehr. Yes, geil. Du bist wirklich nur ein kleiner Punkt auf der Cam. Komm runter, das sieht wild aus hier. Alter, was ist das wieder für ein Einstieg bis jetzt? Das ist ja wirklich geisteskrank. Oh, die Leiter ist ja endlos. Man sieht gar nicht ganz rauf. Yes. Oh, wo sind wir hier schon wieder? Ich hätte nicht gedacht, dass das so krank ist. Es sind Gänge überall hin. Also es wird schwer, dass wir uns hier auskennen und wieder hierher finden. Was? Also wir müssen uns da was überlegen. Da geht's entlang und hier auch. Das ist gigantisch, das System. Bro, schau dir das an. Das ist eine fette Maschine. Boah, das sieht krank aus. Was ist das? Das sieht aus wie eine Belüftung oder sowas. Vielleicht ist da ein riesiger Rotor drinnen, der sich durch die Drehung hier bewegt und da Luft reinsaugt. Wir sind nämlich auf jeden Fall durch die Belüftung von dem Teil geklettert. Könnte wirklich sein, dass hier quasi die Maschine ist, die die Luft reinsaugt. Hört sich das Licht hier an. Ist ja wirklich oldschool. Boah, was das auch für ein massiver Türrahmen hier ist. Da war dann wahrscheinlich die Luftschutztür da drinnen. Da ist irgendwas abgesperrt. Oh! Ja, das ist die andere Seite von der Maschine, da ist ein Rotor. Also das ist hundertprozentig die Belüftung. Boah, der beste Weg war das auf jeden Fall nicht. Da musst du echt den Spagat auspacken. Ja, ja. Oh, da ist der Shanti-Yoga, macht sich nicht bezahlt. Hört euch das an. Das ist hier eindeutig der Rotor, den wir gerade vorhin bewegt haben. Soll ich ihn drehen? Ja, komm. Ja, das dreht sich. Ja. Da kommt wirklich Luft. Man spürt hier richtig, wie das Ding Luft reinzieht. Da wird es richtig kühl. Also das Ding ist ja noch komplett intakt. Es hört gar nicht mehr auf zum Drehen. Es ist ein richtiger Luftzug, das funktioniert komplett. Ja. Also hier steht jetzt die Maschine und hier geht so ein Betonkanal entlang. Ich kann mir gut vorstellen, dass das quasi so eine Abluft ist, die dann hier wahrscheinlich direkt in den Stollen reinführt. Das sind riesige Kellergewölbe. Also das war früher teilweise ein Weinkeller und wurde dann erst im Zweiten Weltkrieg umfunktioniert. Ah, und da direkt die Toiletten. Boah, da ist aber noch Scheiße drin. Das ist echt original aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Inhalt vielleicht nicht, aber der Rest schon. Boah. Da geht es ja jetzt wirklich links und rechts entlang. Das Ding ist riesig. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns hier nicht verlaufen. Wir müssen uns hier eine Markierung setzen, damit wir hier wieder reinfinden. Das Safety-Team ist natürlich wieder im Hintergrund und rollt die Safety-Line hinter uns nach, aber doppelt hält besser. Das heißt, wir werden echt jetzt hier noch so Markierungen legen. Ja, das sieht ein bisschen wie ein Pfeil aus. Was man hier noch erwähnen muss, nebenbei wurden in diesem Stollen noch Sachen gefertigt. Also ich glaube Kugellager, genau weiß ich es jetzt nicht, weißt du es wieder? Irgendein Rüstungsbetrieb war da drinnen. Hier sind auf jeden Fall noch überall diese Markierungen an der Wand. Boah, da kann man schon leicht drehen. Das geht wieder richtig weit nach hinten. Was zur Hölle, das ist ein richtiges Labyrinth. Große Teile werden hier auch noch zwischengenutzt, deshalb sieht man hier auch ab und zu diese neuen Leitungen. Der Großteil ist hier wirklich steinalt. Also wir haben auch nachrecherchieren können, dass es hier angeblich Teile gibt, die noch aus der Römerzeit sind. Also Doma oder Döner? Dömer. Dön,
Genau. Schau, da wollten die wahrscheinlich weiterbauen. Ja. Also hier wird höchstwahrscheinlich ein Stollen angefangen. Die haben die Arbeiten dann hier unterbrochen. Also das sind hier alles angefangene Querstollen. Die wollten das Ding richtig groß machen. Hier ist ein kleiner Raum. Und wieder perfekt die Meißelspuren. Was ist das hier? Das ist vielleicht ein Meißel oder so. Das ist richtig spitz vorne. Das ist ausgehöhlt. Das könnte echt ein Meißel sein. Echt so? Also was man an der Stelle natürlich wieder erwähnen muss, ist, das Ganze hier wurde auch wieder von Zwangsarbeitern errichtet. Also das ist typisch für solche Zweite Weltkriegsbauten. Da sind wahrscheinlich wieder zig Leute ums Leben gekommen. Schon heftig, also wenn man sich hier herumbewegt und da drüber nachdenkt. Nummer 21. Ich frage mich, was das da überall für Räume sind. Aha. Auslieferungslager der Firma Eberhard und Heroid. Margarinefabrik Wien. Also hier waren wahrscheinlich wirklich diverse Firmen einquartiert. Margarinefabrik. Wir haben da gerade irgendwelche Holzteile entdeckt. Keine Ahnung, was das ist. Ist auf jeden Fall überall der Schimmel. Da hat jemand schon einen Kompass befestigt, damit man hier rausfindet. Aha. Ein alter Thermometer. Was haben wir denn hier? Ja. Leuchtfarbe. Das ist sie wieder. Gute alte phosphoreszierende Wandfarbe. Also hier ist jetzt wirklich alles mit Leuchtfarbe markiert. Das heißt, wir befinden uns hier wirklich gerade im alten Teil. Hier noch ganz alte Leitungen. Da sehe ich aber wieder ein enges Loch. Und du kennst ja unser Schicksal. Wir müssen uns wirklich durch jedes verdammte Loch quetschen. Yes! Was ist das für ein kranker Gang hier? Boah, schon wieder eine riesige Maschine. Das ist wieder für die Belüftung. Da sieht man auch schön einen Keilriemen, hier zum Motor gespannt war. Kaloriferwerke Hugo Junkers. Sieht man gut den Rotor hier. Und da geht's wieder in die Endlosigkeit und hier auch. Wir müssen uns wirklich den Weg merken, wir sollten wieder eine Markierung legen. Also man ist hier die ganze Zeit so fasziniert, dass man leicht vergisst, dass man sich den Weg hier noch merken muss. Boah, schau dir das an. Bestimmungsbahnhof in Blockschrift. Anzahl der Frachtstücke, Name der Adresse des Empfängers. Könnte ein Bahnticket aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Keine Ahnung. Also das sieht auf jeden Fall alt aus, aber muss jetzt nichts heißen. Was ist das? Boah, da geht ein Gang entlang. Bock hat man nicht, aber andererseits müssen wir wissen, was da hinten ist. Okay, das sieht aus wie ein Abflussrohr. Oh, der Rotor! Ich bin wieder beim Rotor. Also das ist so eine Art Belüftungsrohr. Okay, dann aber wieder raus hier. Oh. Ah. Das ist schon richtig alt aus. Das sind Stiegen hinten. Alter, was? Da geht's noch weiter. Da geht's raus. Da könnte's wirklich rausgehen. Komplett zugeschüttet mit Gerümpel. Außer viel Dreck war da nix. Dann aber Rückzug wieder. Also das sieht aus wie ein Weinkeller jetzt. Da hinten noch ein Fass. Das wurde hier noch zwischengenutzt. Ah, das ist doch das Loch vom Anfang. Stimmt. Die Symbole haben wir, glaube ich, nicht richtig gelegt, weil wir sind hier anscheinend im Kreis gegangen. Das ist eindeutig das Loch vom Beginn. Das sieht richtig alt aus. Das sind wahrscheinlich die Weinfässer. Ja. Hier sind auch so kleine Schienen am Boden. Also ich glaube, hier wurden dann wirklich die Fässer rein transportiert. Ich glaube, hier waren die Fässer so gelagert nebeneinander und konnte hier dann abzapfen. Das kann sein. Wir sind hier jetzt schon 1,5 Stunden drinnen und wir sind jetzt in irgendeinem Teil, wo wir uns gar nicht mehr auskennen. Hier sind echt richtig lange Gänge. Ja, es wird auf jeden Fall gerade anstrengend, muss ich sagen. Ja. Also das ist ja jetzt wirklich nur noch der Stollen. Oh, ein Fass. Aha. Das ist wirklich steinalt, das Ding. Boah, schau, das sind riesige. Das sind die Stahlbinden hier. Überall Schimmel, also hier muss man die Luft anhalten. Da sieht man's.
1885. Das kann ja nicht sein, oder? Vielleicht wurde da die Brauerei gegründet. Eli. Da wurde dann rausgezapft. Wie viel Liter das wohl fasst? Das ist gigantisch. Boah. Was ist das jetzt hier für eine Halle? Da ist die Decke ja wieder immens hoch. Aha, ein Zelt. Das könnte sein, dass das so eine Champignonzucht oder sowas ist. Weil Bunkeranlagen wurden oft nach dem Krieg zur Pilzzucht verwendet, weil die Luftfeuchtigkeit hier so perfekt ist. Also riesige Zelte hier, überall die Lampen. Da wieder eine Belüftung, da hätten wir uns abseilen müssen. Also das ist ja mal wirklich kein Stairway to Heaven. Das ist ja wirklich die Treppe, wo man runterpurzelt und dann einfach stirbt. Das hat kein Ende. 3 Stunden unterwegs und jetzt kommt da ernsthaft noch ein zweiter Stock. Aha. Ein Auto, ein altes. Was? Was soll eine Ente, oder? Wird aber echt steil. Ja, wird sich gut fahren. Boah. Na gut, Bro, einmal zum Ausgang bitte. Da weicht jedes Auto aus. Boah, 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 das stinkt. Schon wieder eine richtige Zuchtanlage. Fungi, Fungi, Fungi. Schon wieder eine Zuchtanlage. Boah, da kriege ich echt Bock auf so eine schöne Fungi-Pizza, ich sag's euch. Fungi-Pizza, die könnte man sich echt bestellen danach. Und da wurden sie dann eingepackt, die kleinen Fungis. Das sieht aber echt wie ein Sprengkörper aus, auch wenn es wahrscheinlich keiner ist. Das Ding ist verdammt schwer. Was ist das da hinten? Sieht aus wie so ein Zundocht oder sowas. Was ist das wirklich? Vielleicht sollten wir das nicht so viel angreifen. Da ist so ein Raum und hinter der Tür ist Musik. Na ja, vielleicht geht's denn in eine Bar oder sowas. Da geht's einfach in ein Haus rein. Stell dir vor, wir stehen plötzlich im Wohnzimmer von jemandem. Oh. So, wir sind hier jetzt wirklich schon ewig unterwegs. Bin richtig erledigt. Langsam könnten wir hier aber auch wieder raus. Ja, 4 Stunden circa hier drinnen. Das System hat echt kein Ende. Man findet immer neue Gänge. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo rauskommen. Zurück unseren Ausgang zu finden wird auf jeden Fall dauern jetzt. Jetzt aber raus hier. Ja. Was ist das hier schon wieder für ein Gang? Spürt hier wirklich konstant den Luftzug, also irgendwo muss es da eigentlich noch rausgehen. Was ist das? Alter, Alter Scholli. Was? Wow. Schau, wie tief das geht. Wow. Was ist das? Glaubst du, war das für Flüssigkeit oder? Da müssen wir eigentlich runter. Ja, da müssen wir unbedingt runter. Boah, das ist riesig, dieses Ding. Geht einfach gerade runter. Ja, dann geht's um die Ecke. Okay, da ist nichts. Da geht's doch nicht weiter. Also wieder rauf. Puh, na gut. Jetzt müssen wir aber echt schleunigst hier raus. Genug explored hier. Wir sind beide wirklich schon komplett müde. Es ist richtig spät. Waren den ganzen Tag unterwegs. Also für uns geht es jetzt eindeutig raus. Hier ist auf jeden Fall ein kühler Luftzug. Also irgendwo muss es hier noch anders rausgehen. Boah, da hinten kommt es kalt her. Mein Handy hat auch gerade gebimmelt. Das heißt, hier ist Empfang irgendwo. Boah, ich will jetzt hier endlich raus. Okay. Also hier kommen wir mal nicht raus. So nah und doch so fern. Ah, der Querbalken, da ist kein gutes Zeichen. Bewegt sich, aber die ist verschlossen irgendwie. Oh, da wird es aber echt anstrengend. Oh, jetzt aber kurz den Bizeps aufpumpen. Ui. Yes. Schön. Pump ihn auf. Ja. Ja. Oh. Oh, jetzt kann es weitergehen. Komm jetzt aber schleunigst hier raus. Der Pump ist wieder da. Jetzt können wir uns draußen auch blicken lassen, wenn der Pump da ist. Komm, bitte. Oh. Ausgang. Da geht's in irgendeinen Innenhof. Wir sehen uns draußen. Oh, ein Zebrastreifen. Zivilisation, wir haben es rausgeschafft. Boah, Gott sei Dank. Wir waren da so lange drinnen, ich bin richtig froh, dass wir draußen sind. Es war doch eindeutig eine 10 von 10 Location. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. So Leute, wir haben es wieder zum Auto geschafft, sind am Ende des Videos geisteskrank erledigt, also der Tag hat es wirklich in sich gehabt. Für uns geht's jetzt schön pennen mal. Richtig viele Locations heute, dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein Leute.